Das neue Wobble Life Update ist endlich draußen. Es gibt einen neuen Zauberumhang, eine Zauberdimension. Es gibt neue Museumsgegenstände und einen Zauberladen, der krasse Sachen verkauft. Erfahrt ihr alles in diesem Video. Wir gehen rein und let's go. Leute, seht ihr auch das? Ich sehe, was ist denn da vorne? Ein Regenbogen-Schornstein. Was ist das denn? Leute, geh mal hin. Was ist hier? Was ist hier los? Oh mein Gott, Leute, wir haben den neuen Zauberladen gefunden. Das ist der neue Zauberladen aus dem Update. Oh mein Gott. Machen wir den Quatschen. Hallo. Oh, oh, der verkauft wirklich Zaubergegenstände. Oh, wie krass. Leute, wir müssen gleich alle einmal austesten. Warte mal. Daneben ist das so ein Eingang, so ein Zauberzeiteingang. Warte mal, ist hier noch was in der Nähe? Warte mal, ist hier noch was? Hier ist nichts mehr. Leute, einfach random so ein Zauberladen. Was geht ab? Leute, komm, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. Oha. Oha, Leute, was ist hier los? Oha, guck mal, hier wird Musik gespielt. Hier sitzt der Zauberer himself. Da kann man interagieren. Da ist ein neues Geschenk, Leute. Und hier sind ganz viele Schriftrollen und ganz... Was ist denn hier alles? Guck mal. Aha, aha, was ist denn hier alles? Interessant, interessant hier. Ja, 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 alles klar. Leute, was kann ich hier machen? Interagieren, let's go. Was da will er von mir? Soll ich Weissagung mit meiner Kristallkugel anstellen? Ja, ja, bitte. 100 Euro zahlen, damit ihr Zauberer ein verlorenes Geschenk findet. Oh, Leute, endlich den Geschenkenavigator. Wir können damit unsere fehlenden Geschenken navigieren. Das machen wir kurz mal. Ja, 100 Euro zahlt. Wow, Zauberkugel, let's go. Was macht er mit uns? Und? Leute. Ein Geschenk fehlt uns bei dem Monitor auf dem Eisberg. Guck mal, oh. Und der zeigt sogar, wo es... Alter, der zeigt sogar an, wo es direkt ist. Leute, wie geil ist das denn bitte? Leute, damit könnt ihr endlich eure fehlenden Geschenke endlich einfach so finden mit 100 Woppy-Dollar. Ihr alle habt schon alle mein 115 Geschenke-Video gesehen. Gibt es aktuell 5 neue Geschenke, 120. Und mit diesem tollen Zauberer könnt ihr die Geschenke einfach nochmal finden. Ich mache nochmal einen neuen Versuch, nochmal 100 Dollar, nochmal ausgeben hier. Komm, nochmal, noch was Neues. Zeig was Neues, Bro. Los, komm. Guck mal, ob ihr dasselbe Geschenk seid oder ein anderes Geschenk. Ich habe dir null Geschenke auf den Account. Oh, zeigt mir, guck mal, das hier beim, beim Freizeitpark. Leute, der zeigt uns tatsächlich genau das Bild und wo es ist. Ey, das ist so geil. Mega. Leute, Hammer-Update schon mal. Das gefällt mir richtig gut. Haben sich alle gewünscht. Leute, jetzt gehen wir hier raus und werden jetzt mal die verschiedenen Zaubergegenstände kaufen und gucken uns natürlich noch das neue Museum an und erkläre euch alles über den neuen Zaubermantel. Leute, es wird wild. Also Leute, seid dabei. Wir müssen jetzt hier ran. Und wir müssen jetzt die ganzen Zaubergegenstände ausprobieren. Wie viele Gegenstände haben wir hier? Wir haben 6 Gegenstände, 12, 14 Gegenstände. Leute, ich würde sagen, jeder Gegenstand kostet 100 Dollar. 30? Okay, alles klar. Leute, ich werde jetzt jeden Gegenstand einmal kaufen. Wir testen jetzt aus, was der bewirkt. Leute, wir kaufen uns den blauen Edelsteinstab. Was kann der? Okay, hier. Oh, er macht was Blaues? Er macht was Blaues? Ja, hallo, hallo? Was macht der? Er macht anscheinend... Er wird irgendwas machen. Vielleicht ist er uns später nochmal nützlich in späteren Videos. Merken wir uns, dieser weiße Stab macht blaues Licht. Alles klar. Okay, dann holen wir uns mal den nächsten hier. Das ist der grüne Edelsteinstab. Kaufen wir mal. Was macht der? Oh, oh, oh. Was kann der? Oha, oha. Oh, guck mal. Oh, der kann Gegenstände. Oh, guck mal. Ich kann den Zauberstab. Ey, warte mal. Wenn ich, warte mal. Wenn ich mir mehrere Zauberstäbe kaufe. Mal kurz. Zack, warte mal. Ah, guck mal. Hey, was macht der? Ah, guck mal, der kann die Gegenstände weg. Guck mal, der macht die weg von dir. Ah, guck mal, lol. Das ist ja cool. Ja, alles klar. Warte mal, wenn ich jetzt aber den... Warte mal. Es ist ja überkrass. Leute, wir können einfach Gegenstände haben. Einfach richtig krasse Fähigkeiten. Ich hol noch mal diesen Stab nochmal. So, jetzt zack. So, guck mal, hier. Oh, guck mal, es kommt alles zu mir. Leute, guckt euch das an. Wir können hier einfach Magie anwenden. Guckt euch das an. Wie krass sieht das aus, bitte? Oh mein Gott, mit einem Zauberstab kann ich alles kontrollieren. Wie geil ist das denn, Bildung? Cool. Ey, das gefällt mir schon mal. Leute, können wir viele coole Videos drehen. Freut mich. So, das haben wir hier. Leute, wir haben ein geheimes Zauberbuch. Was macht das Zauberbuch? Wir gucken mal. Okay, auf den ersten Blick ganz normal. Es macht gar nichts. Hä, macht gar nichts. Ach, man kann interagieren. Okay, interagieren. Oha. Dumm-di-dumm-di-du. Okay, da kommt einfach ein Wobbly-Zauberer aus dem Buch geschossen. Alles klar. Okay, weil ich nochmal interagiere, ist das gleiche. Oh, oh, Feuer! Oh mein Gott, Leute, der zündet uns an. Guck mal, der macht hier Feuerwerk. Oh mein Gott, was ist das denn, Dicker? Der macht einfach Feuerwerk. Alter, ist das für ein Buch? Krass. Oh, wow, Alter, der kann anscheinend Elemente machen. Oha. Was ist das? Oh, Feuerwerk. Lol. Der macht Feuerwerk des Todes. Guck mal. Oha, das Buch ist einfach Feuerwerk.
Oh, wie krass, was ist das denn bitte? Geil. Oh, Bananas. Oh, ich glaube, das Buch ist mega krass, meine Freunde. Guck mal, das Banana. Oh, da rutschen wir nur aus hier. Ey, bleibt das Feuer eigentlich? Bleibt das Feuer die ganze Zeit? Das bleibt, müssen wir löschen, wa? Oh Mann, nein, die Bananen. Nein. Okay, Leute, das Feuer geht weg. Es ist ja überkrass und die ganzen Bananen ist eigentlich nicht so cool. Ich rutsche hier immer weg. Leute, das Zauberbuch ist mega krass. Leute, schreibt in die Kommentare, wie findet ihr bis jetzt das Zauber, die ganzen Gegenstände, was sagt ihr dazu? Leute, wir haben einen Regenbogentrank. Okay, Rainbow-Trank. Muss ich den auf den Boden werfen, oder? Was macht der? Au. Au, jetzt bin ich Rainbow-Wobbly. Leute, ich bin Rainbow-Wobbly. Guck mich an. Ist ja aus, ob ich gerne Techno-Musik höre. Ich bin einfach Rainbow-Wobbly. Was geht ab? Leute, Weile kommt. Oh, das hält nur ein paar Sekunden an. Oh, guck mal, jetzt kommt so. Oh, was ist das denn? Oha, einfach Kühe aus einer Dimension. Buh, meine kleine Kuh. Lol, guck mal, die Kühe einfach. Alles klar. Leute, der Trank war krass. Das Buch war eben auch krass. Was macht das nächste hier? Blauer Trank. Nee, blauer Trank. Was macht der blaue Trank? Okay, kann ich den trinken und interagieren oder auf den Boden werfen? Oh, ich habe lange Arme. Guck mal, Leute. Ich habe lange Arme. Ey, perfekt zum Fangespiel. Ich habe einfach lange Arme, Bro. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Aber die halten, glaube ich, nicht ganz lange. So ein paar Sekunden. Das sieht voll cool aus. Guck mal, meine Arme, Digga. Wie sieht das aus? Ist das hässlich? Wie in den neuen Minions-Film, wo der außen stretchy ist. Alter, geil. Oh Gott, Leute, ich habe so lange Arme. Das geht hier ab. Weißt du, wenn ich Motorrad fahre? Guck mal, hier mein langen Arm. Sehr gut. Lange Arme for the win. Okay. Und jetzt sind die Arme wieder kleiner. Okay, okay. Die halten nur so ein paar Sekunden, die Zaubertränke. Alter, wie geil. Okay, komm. Nächster Zaubertrank. Wir haben gelber Trank. Was haben wir da? Oh mein Gott, wäre ich jetzt gelb? Noch gelber? Was passiert? Lol, ich krieg einen großen Kopf, Leute. Guck mal meinen Riesenschädel an. Ey, sieht aus wie, wie heißen diese Pop-Up-Funk-Figuren? Diese, mit dem großen Kopf, diese Funk-Pop-Figuren. So ich gerade aus. Lol, ich hab einen Riesenkopf. Was geht hier ab, Digga? Guck mal hier. Oh Gott, Leute, einfach der... der sieht so blöd aus. Guck mal, der Riesenkopf hier auf dem Motorrad, Digga. Oh mein Gott, der muss gleich wieder kleiner werden. Ey, sieht aus wie ein Funko-Pop. Wie so ein Funko-Pop sehe ich aus. Digga, was geht ab hier? Genau, da war er wieder klein. Alles klar. Finde ich auch cool, dass nur ein paar Sekunden halten. Ist mega witzig, Alter. So, was haben wir unten? Wir haben hier noch... Oh, ein lila Trank. Was passiert da? Ein lila Trank. Was macht der bitte? Wow! Alter, ich bin super schnell. Oh mein Gott. Leute, ich bin super schnell. Hilfe. Leute, wow. Leute, ich bin Flash. Ich bin Flash Wobbly. Oh mein Gott, Leute. Ist der Motorrad auch schnell? Ist das ein bisschen schneller? Ich glaube ein bisschen, aber ich glaube so ein bisschen schneller. Wow, Alter, der Trank gefällt mir. Der ist ja Hammer. Alter, geil. Einfach mega schnell. Oh, das ist cool. Leute, nächster Trank. Silber, was macht der? Jetzt wurde ich eben schneller, weil ich jetzt einfach langsam. Wir gucken mal. Hallo? Der macht gar nichts. Ah, schätze mal, den Trank zeige ich gleich. Brauchen wir für die Museumsgeheimnis, glaube ich, ganz stark. Das ist ein Museumstrank, ganz klar. 100%. Bin ich ganz sicher, aber müsste es sein. Leute, hellblauer Trank. Was macht der? Hellblauer Trank. Er macht... Bam! Oh, oh, ich kann... Ich habe eine große Nase. Ah! Habe ich gerade eine große Nase bekommen durch den weißen Trank? Leute, ich habe eine große Nase bekommen, oder? Ja, ja. Es war eine große Nase und ich kann fliegen. Ich habe ab, Leute. Wow! Oh, was geht ab? Alter. Ich habe durch den weißen Trank gerade die Riesennase bekommen. Leute, wir müssen uns noch einen weißen Trank holen. Warte mal. Zack, zack. Zack, zack. Bam! Und? Ja, ja, es ist der Riesennasentrank, Leute. Das habe ich eine richtig schöne Nase. Oh mein Gott. Einfach Outfit-Cheating. Wir kriegen die Riesennase. Was geht ab? Okay, okay. Leute, sehr geil. Okay, Tränke fallen mir sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Den hellblauen Trank. Was macht der bitte? Was macht der? Bam! Bam! Ey, stirb! Los! Ach, den hatten wir gerade. Stimmt, damit kann ich ja schweben. Oh nein, ich schwebe schon wieder, Leute. So, Leute, nächster Trank. Was haben wir hier nochmal? Wir haben jetzt hier den grünen Trank als Sternchenform. Oha, was kann der? Oh, wow. Was kann... Oh, das ist der Jump-Trank, Leute. Wir können hochspringen. Oh, ich werde trotzdem knocked out. Okay, aber Leute, guckt euch mal den Jump-Trank an. Wir werden zwar leider genockt, das müssen, glaube ich, ausstellen, aber sonst mega. Guckt euch das an. Wie so ein Frosch. Ey, Leute, Tränke gefeichert, Digga. Ist ja mega cool, Digga. So, Trank vorbei. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch einen lila Trank.
Ey, so viele Tränke, OMG. Was macht der? Was kann der? Hallo? Ach, der legt mich schlafen, Digga. Ein Schlaftrank. Ich schlafe einfach. Was geht ab hier? Okay, wir schlafen einfach in Wobbly Life. Wobbly, aufwache. Wir drehen gerade Video. Bitte wachen Sie auf. Dankeschön. Wobbly, jetzt wach auf jetzt hier, Louis. Wobbly. Da ist er wieder wach. Alter, einfach ein Schlaftrank. Ey, gut zum Pranken. Okay, Leute, der rote Trank. Was haben wir jetzt noch nicht als Fähigkeit? Guck mal, was macht der? Ich bin klein, aber mein Kopf ist klein. Ist nur mein Kopf klein? Leute, mein Kopf ist klein geworden mit diesem Trank. Leute, wir hatten vorhin einen Kopfvergrößerer. Jetzt habe ich einen kleinen Kopftrank gefunden. Der macht meinen Kopf einfach super klein. Guck mal, wie blöd das aussieht. Das sieht so doof aus, Digga. Oh mein Gott, Kopf wachsen wieder. Bitte, ich will nochmal einen Kopf haben. Bitte, bitte. Oh, da ist er wieder. Hui, ey, gute Animation. Gefällt mir. Nice. Leute, wir haben noch zwei Tränke übrig. Oder besser, einen Trank und einen komischen Sack. Dann gehen wir ins Museum und gucken uns natürlich auch das ganze neue Zeugs noch an. Leute, der dunkelgrüne Trank. Was macht der? Was macht der dunkelgrüne Trank? Was macht der? Hallo? Was macht der? Hallo? Was macht der? Oh, ich glaube, ich pupse damit. Leute, wir haben ernsthaft einen Pupstrank gefunden. Wir furzen die ganze Zeit. Wir furzen. Wir haben den Pupstrank. Jetzt ist die Frage, furze ich oder der Frosch? Oh mein Gott, Leute, wir stinken ja ganz schön was zusammen. Leute, wir brauchen schnell den nächsten Trank. Leute, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt noch einen Trankbeutel. Was kann man da machen? Leer. Oh, da kann ich Tränke reinmachen, oder was? Nicht denn ernst? Doch, warte mal. Kann ich da, warte mal. Kann ich da Tränke reinmachen? Warte mal, ich schon mal ein paar Tränke. Kann ich den da reinmachen? Hier, mach mal. Ah, Tatsache. Ah, da kann man also Tränke reinmachen und ihn transportieren. Oh, das ist ja fresh. Trank, los, rein. Rein damit. Oh, ich wollte den Trank. Jetzt habe ich die langen Arme. Nein, den großen Kopf auch. Oh, shit, Leute. Wir müssen auf jeden Fall diesen Trank noch mal austesten. Auf jeden Fall sehr witzig. Weil mich aussieht. Sieht aus wie mit Storcharme, Riesenkopf. Wie sieht das aus, Digga? Okay, Leute. Dieser Zauberer, dieser Zauberwagen, den ihr seht, der droppt random auf der Map. Mal ist er hier, wo ich gerade bin. Mal ist er am Fußballfeld oder auch an der Windmühle. Wenn ich genauen Spots einmal recherchiert habe, weil ich alle Spots einmal benennen, wann die genau erscheinen. Ich habe meinen Spot hier gerade an der Klippe gefunden. Es gibt noch zahlreiche andere. Und der wechselt einfach. Wir müssen einfach suchen, okay? Ganz wichtig. Leute, damit gehen wir jetzt in das Museum, gucken uns das neue Artefakt-Zugut an und ich frage euch auch, wie ihr natürlich in die neue Dimension kommt mit dem Zauberumhang. Seid gespannt. Wir gehen jetzt erstmal ins Museum. Let's go. So, Leute, ab zum Museum. Leute, schreibt mal in Kommentare, wie findet ihr das Update bis jetzt? Ich finde es ziemlich witzig. Aber mit diesen ganzen Tränken kann man bestimmt so viel lustige Szenen und Sachen machen. Ich freue mich schon richtig drauf, mit euch das ein bisschen auszutesten. Und jetzt gehen wir ins Museum und gucken uns mal das Neue an, was es da gibt. Da soll es eine riesen Statue geben. Wow, oh, das war gut abgefangen. Danke, Bro. So, gehen wir uns mal rein. Dann nach links, da habe ich schon letztens gesehen, da gibt es einen riesen Wobbly. Guck mal hier vorne, Leute, da ist er. Ein riesen Wobbly. Und das ist das neue Zauberer-Artefakt-Zyklus. Das heißt, er wird uns sagen, wir brauchen vier Artefakte. Dieses Artefakt wurde magisch in einen Tunnel versteckt. Um es zu enthüllen, ist ein Trank nötig. Das heißt, wir brauchen für diese neuen Artefakte natürlich die Tränke. Leute, das nächste Artefakt befindet sich im Wald. Dort müssen wir auch einen Trank benutzen, um im Wald ein neues Artefakt zu finden. Dann haben wir noch auf dem Berg, da ist auch ein Trank nötig. Und wir müssen noch was finden, und zwar an den Dogs. Also es kommt mir ein bisschen schwierig vor. Ich habe schon gesehen, ich habe vorhin so ein komisches Zeichen gesehen. So ein lila Zeichen. Und ich glaube, mit den Zeichen finden wir die neuen Artefakte. Aber das finden wir alles noch in den kommenden Videos heraus. Kann ich euch kurz mal zeigen, was ich für ein Artefakt Zeichen meine. Ich habe da vorne eins gesehen. Wir gehen da kurz mal hin. Also Leute, und es gibt natürlich 500 Geschenke, ne? Guck mal, ich habe aktuell einen neuen Account gemacht. Wir haben hier 120 Geschenke zu finden. Das heißt, 5 neue Geschenke gibt es. Aber ihr könnt das ganz einfach mit dem Zauberer finden. Das heißt, einfach zum Zauberer gehen, lasst euch anzeigen, wo die neuen Geschenke sind und geht einfach hin. Und Leute, jetzt habe ich jetzt das komische Zeichen, was ich vorhin gesehen habe im Tunnel. Dort können wir anscheinend ein neues Artefakt finden. Let's go. Leute, in diesem Tunnel befindet sich das komische Zeichen. Ich bin genau hier bei den Hafen in der Nähe, beim ersten Tunnel hier. Hier direkt bei den zwei Teichen darunter so ein bisschen. Wenn er hier einmal langlauft, da ist uns aufgefallen, dass wir hier rechts gleich so ein ganz komisches Zeichen haben. Und ich schätze mal, den Zeichen müssen wir einen Trank aktivieren. Und dann bekommen wir anscheinend ein geheimes Artefakt. Guck mal hier vorne, das ist das Zeichen. Guck mal hier. Mal ganz neu lila. Guck mal, wie es aussieht.
Guck mal, da ist nämlich hier über die Oma. Oben ist einfach die Oma als Gesicht. Sechsmal drauf. Mit so einem komischen, sieht aus wie ein Galaxy-Zeichen. Und dort müsst ihr anscheinend einen Trank aktivieren, um das Ganze zu bekommen. Leute, wenn ihr wisst, wie es funktioniert, schreibt gerne in die Kommentare. Sehr, sehr gerne. Und zum Schluss erkläre ich euch natürlich jetzt, wie kommt ihr in die geheime Dimension. Passt auf, meine Freunde. Leute, um in die geheime Dimension zu kommen, ja, mit diesem neuen krassen Zauberumhang, müsst ihr ganz einfach nur alle neuen Geschenke suchen. Fahrt am besten einen Zauberer für $100, wo sich neue Geschenke befinden. Dann bekommt ihr einen Zauberumhang, so habe ich es gehört, und dann kommt ihr in die geheime Dimension. Das Video dazu gibt es natürlich in den kommenden Tagen, meine Freunde. Ich werde euch alle Secrets wieder präsentieren, alles was neu ist. Von daher, Leute, lasst den Abo und ein Like am Start. Guckt bei den anderen coolen Videos vorbei. Haut da rein, euer Wild Pommes und ciao.